Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Herr der Ringe Online. Ich bin's André und wir sind aktuell gerade in Moria und ich auf dem Rück in Tohalle. Ich muss mal gucken, ob ich hier. Ich habe ich tatsächlich gar nicht mehr drin. Na gut, ist auch nicht so schlimm. Dann Bre dabei. Einfach Bre. Ja genau, und unsere Aufgabe ist die mitreißenden Worte. Recht mit Dwalin in Torinzheim. Das ist eine Runbewahrer-Quest. Oh, bei mir den Stufen da drunter. So, war ja einige Zeit nicht mehr online gewesen. Möchte das auch gerne wieder nachholen. Mal gucken, was das hat. Ah, 2003. Aber nehme ich Zeit, dass ich. Ja. So, momentan ist alles ganz ruhig hier in Bre. Der Morgen zieht langsam auf. Bin schon auf den Feldern und der Markt, der macht auch schon auf. Und die Stadtwachen laufen der ersten Runden. Ja, die letzten Pfützen liegen hier noch rum. Also es hat letzte Nacht ein bisschen geregnet. Es war Unwetter gewesen. Im Auenland. Und hoffentlich nochmal auf einen schönen Tag. Es sieht ganz okay aus. Wie ihr seht, es ist einfach was bewölkt. Vielleicht kommt jetzt auch nochmal ein Regenschauer runter. Ich grüße euch. So, mal. Borins Halle. Direkt ganz schnell hinreisen, dann brauche ich da nicht mehr so weit reisen. Genau. Auch. Heute ist auch voll. Sieht mein Dings aus. Müssen wir auch langsam mal. VIP-Belohnungsmeld. Hallo, könnt ihr mir behilflich sein? Kundschaft von Rang und Namen, herzlich willkommen. Ich habe dich ein. Würde ihn euch gerne überlassen. Wartet. Mit euch Durin zur Hilfe zu. Oh. Oh. Hallo. Kartentisch habe ich bekommen. Und dann kann ich ja mal wieder zurück in mein Haus gehen. Kann den Kartentisch ja mal ja, reinstellen. Okay, da gibt es sogar einen direkten. Könnte ich einen Augenblick einen direkten mit euch sprechen? Port. Ah, jemand mit Geschmack. Willkommen. Ich habe zufälligerweise einige Gegenstände, die euch auf euren Abenteuern nützlich sind. Und ich überlasse sie euch nur allzu gern. Mit diesen Gegenständen könnt ihr selbst in der tiefsten Wildnis auf alle Dienste zurückgreifen, die euch in den besten Städten offenstehen. Eure Ausrüstung instant setzen und auf die Schnelle etwas herstellen. Ah ja, okay. Unten Krug. Dienstleistungen. Mit diesem Gegenstand könnt ihr auf euren Abenteuern 2 Wochen lang Stadtdienstleistungen. Seid bitte gegrüßt. Und passt auf euch auf. Sollte ihr wieder einmal hier vorbeikommen, überlasse ich euch diese Gegenstände gerne noch einmal. Ich glaube, morgen wieder, oder? Auf einmal pro Tag kriege ich die oder so. Jetzt geht aber erstmal in Torins Halle zurück.
So. Weiß nicht, Dwalin sitzt ja auf dem Thron. Oder das ist hier immer schade, dass es hier nicht. Also ich hätte mir immer noch mal gewünscht, dass die im Questfindungssystem noch mal was verändern im Spiel. Aber ich glaube, da kann ich noch lange drauf hoffen. So, hier oben sitzt er auf seinem Thron. Werd mal absitzen. Das ist, glaube ich, höflicher. Hallo Dwalin, ich grüße dich. Mitreißende Worte. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ich habe schon viel von euch gehört. Auch ich kenne mich bis zu meinem gewissen Grad mit Runen aus. Als Thorins Gemeinschaft den einsamen Berg zurückerobert hatte, verbargen wir den Schatz und schützten ihn mit unseren eigenen Runen. Dwalin scheint entrückt, als ob er sich an etwas erinnert, das lange vergessen war. Dann lächelt er. Aber genug von mir. Ich habe euch hergebeten, weil ihr bei einer Sache von großer Wichtigkeit für die Rückeroberung Khazad Dûms helfen könnt. Kommt, bleibt einen Augenblick. Es gibt Ärger zuhauf in Ered Luin. Doch dies ist nicht die einzige Schwierigkeit. Ich höre viele Gerüchte über Galnas, eine uralte Spinne, die in den Besitz eines besonders wichtigen Runensteins der Zwerge gelangt ist. Wenn ihr euch dieser Herausforderung stellen wollt, kehrt zum Steinfundament zurück und sucht entlang des nördlichen Rands dieser Region nach Tunzelgrund. Nördlich von Tunzelgrund werdet ihr Galnas finden. Ich möchte, dass ihr diesen Runenstein in euren Besitz bringt und den Maros übergebt. Er wird wissen, was damit zu tun ist. Okay. Grund. Habe ich noch gar nicht gehört von dem Ort. Muss ich mal meine Karte aufschlagen. Ansonsten muss ich mich einfach mal in der Gegend umhören, damit da irgendjemand noch Informationen geben kann. So, dann schauen wir mal auf die Karte. Wird's ja wohl. Galnas ist im Steinfundament weit östlich von Thorins Halle. Östlich Zuflucht. Östlich wäre ja Zuflucht Ethelion und dann da rein. Na, was sagt ihr? Was geht hier oben auch nicht weiter? Geht hier oben auch nicht weiter. Da oben ist Feierabend. Aber wir können es natürlich ausprobieren. Wo ins Halle? Hier ist die Silbertiefenmine. Ich glaube nicht, dass es hier richtig ist. Ich glaube nicht, Leute.
Nein, ich bin falsch gelaufen. Geht da hinten ja noch weiter. Da oben lang. Die Abzweigung habe ich leider nicht gesehen. Alles verlassen, alles verlassen. Kämpfe fanden hier statt in der Vergangenheit, alles verlassen. Keiner ist mehr zurückgekehrt. Also ich muss ehrlich sagen, weiter bin ich auch noch nie gelaufen. Das erste Mal, dass ich diese Gegend hier besuche. So, hier gibt es gleich zwei verschiedene Dinge. Dass es hier weitergeht, oder? Hier kann man nicht. Okay, dann haben wir uns direkt verlaufen. Bin ich natürlich sehr schade. Ja, da muss ich Dr. Google befragen. Tatsächlich auch gar nicht mehr weiß, wo das Steinfundament ist. Ich meine, ich war das letzte Mal hier. Boah, anderthalb Jahren. Aber vielleicht habt ihr ja einen Tipp, aber ich denke, bis zum nächsten Video werde ich es schon rausgefunden haben. Ja, meine Lieben, dann kommen wir jetzt zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch ein Like da lassen würdet. Den Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und anschließend die Glocke aktiviert. Dann sehen wir uns beim nächsten Abenteuer hier in Mittelerde wieder. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Bis dann, euer André und ciao, ciao.